Jetzt wird's spannend. Klon drauf. Hey Leute, wir spielen heute die Challenge, dass wir nur Karten nehmen dürfen, die in der Luft sind. Sprich, wir haben alle Lufttruppen genommen, die ich finden konnte, plus eben Zauber, die noch auch in der Luft sind. Also keine Bodenzauber, wie zum Beispiel Erdbeben. Und ja, dazu haben wir Klon und den Spiegel noch dazu genommen. Und ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Insgesamt können wir 18 Karten nehmen, weil wir in der Mega-Deck-Challenge sind. Ja, bin gespannt, wie das Ganze klappen wird und ob wir hoffentlich auch relativ gut damit performen werden. Ja, und euch, wie immer, viel Spaß mit den Highlights. Oh je, okay, wir haben gar nichts. Poison kann er machen. Ah, er macht Schaden, aber ich kann halt überhaupt nichts machen gerade. Alter, ist so lächerlich manchmal, aber gut. Das ist halt die Challenge, ne? Okay, wir gehen rein. Kein Poison mehr. Wenn er jetzt ein Magier oder sowas bringt, wäre es hässlich. Mal schauen. Oh, der Klon kommt einen Tick zu... Er kommt einen Tick rechtzeitig. Der ist gut. Ich dachte, dass er wird zu früh kommen, aber er kam nicht zu früh. Er kam überhaupt nicht zu früh. Doppelbomber an der Hexe. Oh mein Gott, der Turm ist weg. Doppelbomber an der Hexe noch dran gewesen. Sehr schön. Okay. Sehr schöner Feuerball. Der war sehr aggressiv. Oder was heißt aggressiv? Sehr, sehr. Ja, schon aggressiv. Hat sehr, sehr aggressiv verteidigt, kann man sagen. Ah, es passt. Okay. Okay, was machen wir? Uns eigentlich hier Pfeile, ne? Tut weh. Ist halt relativ teuer. Aber wir haben auch Spiegel. Wir haben im Notfall auch den Spiegel jetzt auf der Hand. Oh mein Gott, das ist so... Was jetzt? Alter, das ist so witzig irgendwie. Ich würde erst lächerlich sagen, aber... Also lächerlich ist, glaube ich, eher aus der Sicht vom Gegner, wobei wir da auch noch einen Hit bekommen haben, okay. Ist in Ordnung. Und ich spiele einen Magier, was ich gar nicht gut finde. Okay, wir bringen jetzt hier einen Labrund rein. Ist halt riskant, wir haben halt nichts auf dem Boden, wirklich. Ich bin auch sehr froh, dass wir einen Tornado haben. Wenn er zum Beispiel da einen Schweineweiter bringt, können wir halt einfach einen Tornado setzen. Ja, jetzt wird es in dem Fall lieber das Dings hinsetzen, der Mini-Horde. Wobei, na, ich glaube, ein Tornado wäre besser gewesen, ne? Egal. Okay, jetzt geht's ab. Was jetzt? Oh, Tornado war sehr schwach. Wir könnten jetzt hier ein Lightning bringen. Ja. Nächster Drache. So, Lightning aufheben. Wobei... Ich will halt den Magier sehr gerne treffen. Egal, komm, ich mache es trotzdem. Ah, ich wollte halt unbedingt, den Magier treffen, egal. So, nächster Ballon. Das ist so krank, ey. Klonzauber drauf. Der arme Gegner hat überhaupt keinen Bock mehr. Alter, das ist halt schon gut. Zweites Spiel, bisher extrem überzeugend. Und ich würde sagen, den Schaden lassen wir sogar zu. Wir machen jetzt einen möglichst großen Push, also ganz hinten Lava-Hund. Und den Schaden können wir zulassen. Okay, und er pumpt auf. Wir könnten jetzt den Lava und klonen, aber das mache ich jetzt nicht. Also, nee. Das wäre ein bisschen arg verrückt, glaube ich. Was jetzt? Was ein Post schon mal. Wir hätten einen Klon, aber ich habe Angst, dass er noch so an Karten setzt. Alles gut für uns. Okay. Wir haben leider den Inferno-Drache nicht getroffen, aber ist nicht schlimm. Er zappt hier. Jetzt hat er keinen Zapp mehr. Jetzt können wir reingehen. Was will er jetzt machen? Ah, die Prinzessin. Die fuckt mich ein bisschen ab gerade. Die haut natürlich jetzt schon ordentlich rein, muss ich zugeben. Aber ist in Ordnung. Einfach Pfeile, kein Feuerball. Also klar, die Musketierin hat noch ein bisschen Leben. Und er könnte es supporten, aber das wäre nicht schlimm für uns. Den Schaden hier können wir jetzt auch zum Beispiel zulassen. Oh mein Gott. Oh nein. Die haben gar nichts. Okay, das ist ein ganz... Das ist der Nachteil halt. Das ist halt der Nachteil, wenn man mit ohne Bodentruppen spielt. RIP. Okay, wir müssen jetzt irgendwie auf 3 Kronen gehen. Wie machen wir das am besten? Ich könnte ein Lightning draufsetzen. Mach ich auch mal. Das ist gewagt, ne? Oh mein Gott, er hat nichts mehr jetzt. Jetzt hat er keinen Support mehr. Let's go. Achtung, jetzt hier die Kombi. Das ist auch geil. Oh mein Gott, er läuft da voll rein. Ich glaube, jetzt haben wir ihn gerade. Ich glaube es, mal schauen. Noch ein Magier, nicht vergessen. So, labert in die Mitte. Und jetzt ein Klonzauber. Let's go. Oh mein Gott. Er kann gefühlt gar nichts treffen. Nächste Fledermaus. Er hat keinen Sepp mehr. Die Prinzessin auch noch. Ballon rein. Einfach Ballon rein. Wir treffen leider nicht die Hexe direkt. Das ist keine Hexe, das ist eine Prinzessin, egal. Komm, Ballon.
es reicht nicht. Wir treffen auch den. Na, egal, ist in Ordnung. Flugmaschine. Mega locker. Oh mein Gott, jetzt bitte nicht reinfällen. Ja, Skelett war wieder sehr stark. Sehr schön. Bin ich froh, dass das Skelett fast auf dem Boden schwebt. Auf dem Boden schwebt. Okay, geht klar. Okay, das ist gebuggt von ihm. Wow. Der Elektrodrache wird so nice werden. Oh mein Gott, ey. Okay, jetzt haben wir hier nichts, aber wir können eigentlich einen Defensive mit dem Feuerball draufwerfen. Doch, er kommt zurück. Ich pass es nicht. Alter, let's go. Was jetzt? Babydrache dazu. Bring eine Flugmaschine rein. Ledermäuse. Na, ah, nicht so gut, egal. Alter, die andere Seite auch nochmal. Absolut krank. Dummer Schneeball, egal. Klon drauf. Klon! Komm jetzt. Ah, der andere Turm will nicht fallen, leider. Egal. Ist in Ordnung. Okay, haben wir gewonnen. War nochmal schlecht gespielt am Ende. Aber egal. Da keine mal reingesetzt. Pfeile? Ja, 2-0. Ich muss echt sagen, das Deckpick ist ja extrem stark. Wir haben kein einziges Match verloren. Es ist gar nicht mal schwierig, wie ich eigentlich dachte. Es ist nicht mal schwierig. Geil. Das heißt, wir kriegen jetzt hier den 7. Sieg. 2 Siege noch für die 9 Siege. Erlan. Boah, ist gerade warm. Mir ist so verdammt warm, ey. Okay, bring da keinen rein. Okay. Ist gut für mich, also was soll ich sagen? Interessant. Ja, das ist nicht so gut. Haben wir leider gerade nicht den passenden Zauber. Werfen Feuerball trotzdem ist noch drauf, würde ich sagen. Ja, nee, nicht so optimal, okay. Aber ist auch in Ordnung. Alles in allem, okay. Ja, ich weiß nicht. Ist in Ordnung. Wow, okay, motiviert. Sehr motiviert. Ist eigentlich gut für uns. Ich meine, das war ein saudummer Zug von ihm trotzdem. Aber mir fehlt weiterhin vor allem der Lava-Hund auf der Hand. Doppel-Lane-Trupp wieder. Ist zwar komisch, aber sollte vielleicht sogar klappen können. Mal schauen. Ich klone hier. Was jetzt? Hat er einen Zap oder so? Alter, es klappt halt einfach. Und auf der anderen Seite noch ein Riesenskelett. Okay, fast 1-0. Jetzt können wir eigentlich wieder reingehen. Sehr schön. Was jetzt? Hat er irgendwas? Schneeball optimal. Wir kriegen, glaube ich, einen Hit raus. Oh mein Gott. Okay, damit haben wir jetzt eine Riesenführung und können auch auf der linken Seite auch einfach den Turm mit Zaubern holen. Auch sehr wichtig. So, Lava und rein. Okay, kann er machen. Ich würde sagen, wir... Okay, das ist jetzt sehr spannend. Ich wollte eigentlich erst den Turm fallen lassen, wollte ich sagen, aber... Ups. Oh mein Gott, nein. Wir dürfen auf gar keinen Fall jetzt einen Hit bekommen. Sehr gut, okay. Alles gut. Alles gut, okay. Magier wegblitzen. Oh, Klo drauf. Können wir beide Magier treffen. Sehr schön. Entfernung doch rein. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Alter, Pfeile reichen nicht aus, ja, oder? Die sollten ausreichen. Ja. Das sollten wir damit gewonnen haben. Feuerball rein. Treffen die Hütte. Okay, in Ordnung. Da keine Hütte rein. Alter, der Spam ist so krank, das gibt's halt echt nicht. Klon. Ja, GG. Alter, nächster Sieg. 8-0, ne? Also 8 Siege und kein Mal verloren. Kein einziges Mal verloren. Sehr schön. Das heißt, ein Sieg jetzt noch für die 9 Siege. Sind wir dran? Ne. Okay, geht in Ordnung. Ich habe gar nichts. Nice. Ah, oh mein Gott, ich habe überhaupt nichts. Was machen wir jetzt? Wir haben nichts. Okay. Kriegen extrem viel Schaden, aber haben jetzt eben den Lava-Hund im Konterpush. Jetzt müssen wir hoffen. Skelettfass.
Wenn wir jetzt kein Glück haben, dann war's das. Ich hab ein Lightning. Lightning. Haben wir es geschafft? Nee. Reicht noch nicht aus. Aber der Inferno-Drücker tankt für die ganzen Lava-Pups. Ah, mies, die Lakaien. Oh nein. Die dürfen auf gar keinen Fall überleben. Die überleben alle. Voll reingelaufen. Jetzt haben wir echt ein Problem. Der Charge 100 Pro. Kann nichts machen. Das könnte erste loswerden. Oh mein Gott. Was jetzt? Was soll ich machen? Oh mein Gott. Schneeball drauf? Schneeball sitzt. Komm. Pfeile. Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Da ist aber direkt das nächste Problem. Und zwar das Koboldfass. Und Minipacker. Wir haben nichts. Oh Gott. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Okay. Wird schwierig. Wir haben noch lange nicht verloren. Und jetzt guten Lightning. Wir bräuchten jetzt unbedingt einen guten Lightning. Oh nee. Komm. Hässlich. Das Geld passt rein. Session. Wir treffen Ibis noch. Ich dachte, ich hätte gefailt. Alles gut. Lakai nochmal. Oh mein Gott. Und die kriegt sogar noch einen Hit raus. Habt ihr es gesehen? Das kann nicht wahr sein, ey. Das könnte erste Los werden. Ich will es aber auf gar keinen Fall. Das wäre das letzte Spiel gewesen. Das wäre das letzte Spiel, sagen wir es eher so. Da läuft er voll rein. Sehr schön. Ballon blockt. Okay. Nee, nee. Die Pfeile kamen zu früh. Ich hab's. Oh mein Gott, ey. Ich muss irgendwas machen. Ich muss den Feuerball cyclen. Das ist so ein Witz. Hat er irgendwas? Hat er eine. Ich weiß nicht. Hat er irgendwas? Ja, GG. Nein. Ein Los. Sehr schade. Maschine nach hinten. Lightning oder Poison hätte ich jetzt bereit. Tornado auch. Jo, passt. Sehr, sehr guter Start. Alter, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Klon drauf. Sehr gut. Alles am Turm. Alles am Turm. Okay, wir bringen jetzt hier noch ein Babydrachen rein, würde ich sagen. Gibt der auf? Nice, okay. So leicht kann es gehen. Gerade eben ist das entscheidende Spiel verloren, ist wieder das nächste Spiel für die neuen Siege. Und ja, das ging innerhalb von einer Minute ungefähr. Okay, ja, würde ich sagen, holen wir jetzt gerade noch die Belohnung für die maximalen Siege ab. Nämlich genau 9 hatten wir jetzt. Sehr schön. Legendäre Tauschmarke, das heißt insgesamt 9-mal gewonnen, 1-mal verloren. Also war nicht einfach, aber eigentlich schon ziemlich starkes Deck auf jeden Fall trotzdem. Und ich würde sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Schaut gerne noch im Abspann vorbei. Jo, ciao.